So, und willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Mit dem los, ey. So, das waren die drei Feuerwarane. Das sind halt alle so ein bisschen eklig gewesen wäre mit denen. Weil die über mir standen, wäre das alles kein Problem gewesen. Speicher mal hier ab, zur Sicherheit. Vielleicht sind die Echsenmenschen ja gegen... Nee, die sind gegen alles resistent. Scheiß Drecksviecher. Gut, aber mit dem Meisterdegen natürlich alles kein Problem. Naja, so viel kein Problem ist es jetzt nicht, aber... Gut, ich dachte, so ein Eispfeil macht mehr Schaden an denen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier sollte ich auch noch mal ein bisschen aufräumen. Na komm her, Golem. Hm? Da ist nichts zu. Gut, nichts zu holen. Ich dachte, bei so einem Feuergolem macht kriegt der ordentlich Magieschaden, aber. Ich warte, bis der steht. Und jetzt haue ich einfach mal ganz viele Eispfeile raus. Hat doch super funktioniert. Wolfsfell, Wolfsfell. Butlerfleisch, irgendwas. Runenmacht, silberne Schale, Wolfsfell, Trank, Wolfsfell. Super. Einfach mal Runen macht, weißt du, Meisterding einfach mal viel besser als so ein Kack, auch so eine Kack-Runen macht. Hier sind nur drei, aber hier ist auch wieder die Kacke am Dampfen, ne? Mache ich mich noch mal ein bisschen heile. Ja, ich könnte mal wieder Waffen verkaufen. Ja, so schnell kann es mal schnell nach hinten losgehen. Von wegen, ich habe eine Menge Tränke. Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn die Heiltränke ein bisschen dezimiert werden. Zwei. Gut, der Golem interessiert das nicht. Bis der andere hier, sollte der hinüber sein. Fast. Ist okay. Ist okay, kein Problem. Bam, bam, bam. Gibt es noch irgendwas an Kram hier? Feuerkraut. Heilkraut.
ganz viel. Lecker, lecker, yam, yam. Könnte eigentlich auch mal bald wieder einen South Park machen. Also einen Zeitraffer. Um mal die ganzen Dunkelpilze zu essen. Aber aktuell komme ich eigentlich sehr, sehr, sehr gut klar. Was das angeht. Yo! Yo! Übertreib! Alter, das war ein Bitchle hoch 10, ey. Ja, das liegt halt daran, dass es bergab geht! Alter! Okay, ich würde sagen, der Typ ist hinüber. Okay, müsste ich normalerweise neu laden wegen den XP, aber komm, dieser eine Golem da wird jetzt wohl nicht, wird den Bock jetzt nicht fett machen. So, was haben wir hier sonst? Nix mehr eigentlich. Soweit ich sehe, war das alles. Und hier gibt es auch leider nichts mehr zu finden. Ja gut, ein Feldnöterich. Von denen haben wir ja so wenige. Ein Ring. Wahrscheinlich irgend so ein Feuerschutzring oder so, aber so eine... Ja, ach komm, das mache ich dann nochmal. Alle Ruhe in der Burg. Jetzt will ich erstmal auf dem Weg zum Feuerdrachen rumeiern. Ja, das Let's Play zieht sich stark in die Länge. Aber wie gesagt, das ist ja auch so geplant und so gewollt. Das möchte ich wirklich bis zum Erbrechen spielen und so viel mitnehmen, wie es geht. Andere, wie gesagt, andere Let's Player brauchen... Ich bin ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte fertig. Aber andere Let's Player machen halt, schneiden es halt so kurz und rushen da so schnell durch, dass du damit 60 Folgen durch bist. Ich brauchte halt länger. So, hier speichere ich mal. Ich weiß nämlich nicht, was ich da machen soll. Vor allem weiß ich nicht, was mich um die Ecke erwartet. Na komm her, Golem. Das war klar. Da mache ich das anders. Ich muss den Golem platt machen. Ja, das war mir klar. Das war dumm. Falsche Rune. Falsche Rune. Wächter erschaffen. Oh, der kann doch nicht einfach meine Wächter one-hitten. Dieser eine Golem, weißt du, der macht's. Der Golem, der macht's, ey. Eine Feuergolem macht das, der macht's Problem.
Der eine Feuergolem macht echt die Probleme schlechthin. Weil er meine Wächter alle kloppt. Speichere ich mal. Jetzt gehen die auf den drauf. Ist eigentlich ganz gut, wie sie den da jetzt haben. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Gut. Jetzt mache ich mich nochmal voll. Mit Tränken am besten. Und nochmal speichern. Boah, dieser eine Kack-Golem, ey, der hat's echt übertrieben. Ich glaube, der Feuerdrache wird nicht so einfach zu schlagen sein wie der Steindrache, obwohl der Steindrache schon echt. Ja, wollte schon sagen. Der wird doch jetzt nicht vom Berg springen. Übertreib nicht, Mädchen, Bursch. Keine Ahnung, Echsenmensch. Das ist halt schwer einzuschätzen, was das ist. Na, kommt her. Bubis. Das geht noch. Hier gibt es bestimmt noch irgendwie. Wie gesagt, solange es nur zwei sind, ist es kein Problem. Oh, die sind schon hinüber. Okay. Boah, jetzt muss ich mir mal echt eine Strategie überlegen, wie ich diesen scheiß Feuerdrachen mache. Einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Wer bist du? Mein Name ist Fiomata, und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich. Wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Ja, glaubst du? Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Ich weiß, wo der ist. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal.
Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Rune, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Das auch. So. Ja, komm, ist klar, ne? Mistsau. So. Ja, Wächter auf, drauf die Sau. Fünftausend gibt er. Super, puh. Was eine Drecksau. Erstmal speichern, wer weiß, was da noch passiert. So, wir haben jetzt den Feuerdrachen besiegt. Das ist gut. Er hat gesagt, dass er seinen Hort irgendwo hat, wo wir nicht drankommen. Der meint hier. Oder? War das woanders? Vielleicht da drüben. Ja, das ist auf jeden Fall echt nicht einfach hinzukommen, aber es lohnt sich. Die Frage ist nur, wo? Da hinten ist der Hort. Okay, die Frage ist, wie kommen wir denn da dran? Das war, glaube ich, nicht hier, nee. So, die Steinwächter, die haben mir jetzt echt den Hintern gerettet. Mehrmals sogar. So, keine Ahnung, ob das der offizielle Weg ist dahin, aber Hauptsache wir haben das Zeug. So, Lederbeutel, Schatulle, Lederbeutel, Lederbeutel. Ein großer Bogen, Lederbeutel. Lederbeutel, Lederbeutel, Lederbeutel und noch mehr Lederbeutel. Und was haben wir hier? Lederbeutel. Kann ich eigentlich noch mehr schwarzes Erz? Natürlich auch nicht verkehrt. Ansonsten hat er nichts, ne? So eine Steintafel wäre ganz geil gewesen, aber naja gut, dann ist das halt so. Eschebogen, 80, tschu. Gut, wir hätten auch von hier rankommen können, ohne mit dem Drachen zu sprechen. Wie geil. Einfach mal hier hin. Geil. Aber das war's gewesen, ne? Okay.
Dann ab zur Burg, hm? So, jetzt kommt natürlich der letzte Drache. So, Hey. Wir haben viel zu viel Kohle, ne? Was für einen Magier? Ja, für einen Magier hast du nicht so viel. So, das kann weg. Das kann weg. Edles Bastardschwert kann weg. Das kann weg. Rapier kann weg. Das kann weg. Das kann alles weg. Noch mehr Ärger kann ich nicht machen. Jemand wird dafür büßen müssen. Ich hab so einiges. Ich weiß immer noch nicht, was man mit dem schwarzen Erz machen kann. Folteraxt, ja, es ist alles schon ganz nice, aber ganz im Ernst. Der Rapier ist einfach zu gut. So, was haben wir hier? Amuletter Geisteskraftschutz vor Magie, Schutz vor Feuer. Brauche ich alles eigentlich nicht. Das behalte ich, das auch. Das kann weg, okay. Geschicklichkeitsbonus 5. Lebensenergiebonus 20, brauche ich auch nicht. Schutz vor Feuer. Feuerring. So, ich will erstmal gucken, was für ein Ring ich habe. Feuerring, Schutz vor Feuer plus 5 und unbesiegbar. So, ich muss mal gucken, ob da irgendwer vielleicht einen besseren Ring hat. Sowas wie nochmal so ein Ring der Unbesiegbarkeit wäre ganz geil. Sie wirken. Zeig. Nee, der hat natürlich nichts Interessantes. Okay. Gut, ich habe alles, was ich brauche. Ich will jetzt nochmal zu Endor gehen, mal gucken, ob der noch irgendwas hat. Die Eisregion, die wird auch wieder brutal werden. Es geht. Ich hoffe, die Drache. Wie steht's mit dir? Klar, was hast du denn? Unbezwingbarkeit. Der ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Besser als das Feuergeschiss. Ansonsten hat der nicht so viel, was ich brauchen kann. So, erstmal das Auge Innos wieder tragen. 5, 4, 2, 2, 3, 3. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Hab zwar 2, hab zwar ein bisschen weniger. Zeig mir deine Ware. Ja, komm, das kann weg. So, dann gehe ich nochmal pennen. Ja, am Anfang musst du mit deinem Gold echt haushalten und jetzt laufen wir hier mit 6300 Gold rum. Das ist natürlich ordentlich. Ja, ja, für Innos, wir wissen's. So, Jungs, ich habe Neuigkeiten für euch. Hier geht's. Oshpaks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Mhm. Gut, Eisdrache. Das ist der nächste. Super duper. Garond. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriff zum Glück? Nee, sie halten sich ruhig, super. Gut, ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Stopp. Weil ich noch ein bisschen was vorhabe im Spiel, was ich nicht jetzt nicht unbedingt hier auf Band aufnehmen muss.
Ich will jetzt nochmal zurück nach Korinnes und habe vor, meine Lernpunkte in Mana umzuwandeln. Ja, doch, Mana. Obwohl, Geschick wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Nee, passt schon. In Mana umzuwandeln und dann sollte das alles kein Problem sein. Warum haben wir denn so wenig Geschick? Einhand. 86. Obwohl, vielleicht könnte ich ja auch den Rapier mal ablegen. Und dann nochmal... Mal gucken. Sehen wir dann. Ihr Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich überlege mir, wo ich meine Lernpunkte halt irgendwie verfrachte. Bis dann.